Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök mit Ersatzfahrt Titor und Atreus. Die Blicke. Wir sind auf dem Weg, die letzte Maske oder das letzte Maskenteil zu finden. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Da hat wahrscheinlich meine letzte Folge gesehen. Und gleich schlechte Laune. Jetzt können wir gehen. Okay, die Wand. Bitte. Danke. Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Nun, stimmt, ja. Gott, ich bin so dumm. Natürlich, ist ja auch noch geiler, weil sie ja quasi in der Mythologie immer als Brüder dargestellt werden. Loki und Thor. Gott, so weit habe ich noch. Also ich habe schon in der gedacht, dass sie viel gemeinsam haben. Dann habe ich so gedacht, oh Gott, stimmt. Eigentlich sind sie ja Geschwister, zumindest so im Populärkanon. Schön hier, muss man immer wieder sagen. Gefällt mir. Au, das ist immer fies. Gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Noch eine Eiswand. Thor, könntest du... Na gut, nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? Galva! Spektrale Hörchen. Cool.
Dann haben wir eben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was heißt das schon? Es ist dumm, sich über Dinge zu beschweren, die wir nicht ändern können. Er sagt, wir können nicht. Weiter geht's. Sauber! Zu Wer sagt, dass wir nicht können, hä? Thor. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Weit genug in Relation zu was? Also, von was genug? Wäre jetzt meine Gegenfrage, aber ich darf keine Gegenfragen stellen, weil Thor ist nicht besonders gerne jemand, der Gegenfragen beantwortet. Verdammt, Vergessener! Und wieder das Gemaule. Ein Problem zu benennen ist nicht Maul, es ist gesund! Wette, du bist froh, dass ich dieses Mal so viel helfe. Gern geschehen. Das war ein Lobwert, leistet da drüben gute Arbeit. Ein Glück, dass sie auch mithilft. War nicht so leicht ohne Potters Axt. Ich liebe Hehlläufer. Du sprengst die auseinander und puff. Problem gelöst. Kein Nachdenken, keine Gefühle. Da durch, vor uns. Das wird los. Ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Und? Ich sag, das wird los. Das war's. So, da hoch. Kiste. Weiß, Thor ist davon nicht so begeistert, wenn wir mal Kisten sammeln, aber... Ha!
solltest du ihn nächstes Mal sagen. Sif und Thrud, meine ich. Unwichtig, solange der Allvater zufrieden ist. Hör zu. Du musst meine Familienprobleme nicht lösen. Finde die Maske und wir verschwinden. Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Achso, das hat er einfach nur so gemacht. Das Ding hat er gesagt, das ist lustig. Der Durchgang kommt sofort. Und, siehst du die Freiheit? So ganz ohne den strengen Blick von Fadir. Tja, ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Wir müssen wohl diese Klippe hinauf. Und ich denke... Denken! Es ist besser, wenn man es kommen sieht. Wieso nicht gleich so? Könnten wir uns einiges an Weg sparen. Und bald da? Vielleicht. Schau mal. Zu einfach. Können wir eigentlich bei den Fähigkeiten mal was machen noch? Ich meine, mittlerweile müsst ihr doch wieder genug Punkte haben, oder? 18.000. Reicht. Gut, haben wir wenigstens den ganzen Fähigkeitsbaum mal voll. Thor, ich hoffe, es läuft alles gut, wenn du Sif und Thrud wieder siehst. Tja, hoffen ist besser als glauben. Ist ein Anfang. Hab dich. Das war knapp. Danke, Thor. Ich wollte die Maske nicht verlieren. Loki, das ist es. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit, gemeinsam. Gern geschehen. Tut mir leid. Ihr seid hier weshalb? Sein Vater tötete Heimdall. Fossetti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein. Lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor. Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Er hat deine Enkeltochter in Gefahr gebracht.
deinen Sohn unglücklich gemacht. Loki hat Heimdall nicht ermordet, sondern sein Vater. Deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni, Modi, unsere Jungs. Wir erzählten ihnen Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihnen Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Flut stirbt? Tötest meine Söhne, schläfst in ihren Betten, bringst meinen Vater gegen mich auf, meine Tochter. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, das ich dir beibringen kann. Hey, lass das! Ich hoffe, du hast recht. Quer! Sindri, du weißt, wie man einen Abgang plant. Atreus. Jetzt haben wir die Maske. Oh, ist geil, wir haben die Maske und wir sind weg. Zum Glück geht's dir gut, Junge. Kam gerade rechtzeitig raus, aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, warum warte ich hier draußen? Sindri sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr wärt ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Mimir. Ach, bitte. Zu Hause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? Das unvermeidliche Rauszögern. Ganz genau. Nicht die schlechteste Idee. Ich will allen die Maske zeigen, aber das hat Zeit. Okay. Können wir eh nicht hin. Vanaheim. Haben wir halt noch einiges hier oben, ne, vor allem. Aber so richtig offene Gefallen auch nicht mehr. Wir haben halt noch den einen... Na gut, wir haben den Drachen hier noch, den wir immer noch nicht irgendwie hingekriegt haben. Das Ding sowieso, das kannst du sowieso vergessen. Hier haben wir halt noch ein ganzes Gebiet, das Becken wahrscheinlich, wie es heißt. Die Schluchten in Alfheim, haben wir hier noch... Haben wir hier noch was? Ne. Das hier sieht noch so aus, aber das ist, glaube ich, nichts. Niflheim, da können wir eh nicht hin. Da gehen wir mal hin jetzt. Das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Wir gehen jetzt mal kurz nach Muspelheim. Nur erstmal zum Gucken. Wir müssen es ja nicht ganz durchspielen, aber ich will wenigstens mal gucken, ob es vielleicht so Anfangsquests oder so gibt, wo du sagst, du kriegst schon mal ein paar Ressourcen oder so. Kann warten. Ich danke dir. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen mimieren. Du sagtest, Seelen haben vier Teile. Ist das, man kann einen Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Muspelheim, als wäre ich gerade hier gewesen. Hat Odin dich angestiftet? Ja, die Begleitung ist dieses Mal aber besser. Du willst Ärger, was? Ich wusste, dass du einem weiteren Versuch bei diesen Kampfprüfungen nicht wieder... Müsste Aschenblatt sein. Gerne, hab geöffnet.
weiß immer noch nicht, ob wir das richtig machen. Vielleicht trotzdem lieber den für ausgewogene Verteidigung. Damit brichst du einige Knochen. Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. So. Rüstung. Dann stellen wir mal was her. Was mir so aufgefallen ist, wir müssen bei Rüstung gucken. Dass wir auch Manis Ding machen, weil es dafür halt den Erfolg gibt, ne? Na gut, aber es ist erstmal wurscht. Willst du noch plaudern, bevor du gehst? Wir gucken uns erstmal hier um. Oh, guck mal, hier ist sogar auch. Nornduhe. Allein dafür lohnt sich's doch schon. Ist aber auch von Thor eine leichte Sache, sich einfach uns die Schuld zu geben, ne? Also vor allem Loki. Gut, er weiß ja jetzt nicht, dass er seinen Sohn getötet hat. Ich denke, er macht es, war sein Vater, deswegen sage ich ja, sein Vater die Schuld geben, das ist schon ganz schön billig. Ach so, warte mal. Ah. Das funktioniert also in dem Fall auch über die Herausforderung. Ich verstehe. Okay, also jede Tür ist eine Herausforderung und wenn wir alle drei machen, geht die Kiste auf. Klingt interessant. Wir probieren es einfach mal. Welche Herausforderung nimmst du? Geht los. Noch ein Räuber von links! Hinter dir, pass auf! Okay. Die stinken ja übel. Ja, scheiße, ne? Eine Truhe. Hat Spaß gemacht. Dieser Ort ist aber wirklich groß. Was wohl noch andere Arenen gibt? Andere bestimmt auch, ja.
Okay, probieren wir das immer noch. Die sind ja fies, wenn es darum geht, keinen Schaden zu bekommen. Nachbar, weg von hier! Es gibt ja kein Zeitlimit. Wir können uns da schon Zeit lassen. So ein bisschen. Oh fuck. Pass auf die Hörner auf! Achtung, linke Seite! Das war geil. Okay, cool, aber wir kriegen leider noch keinen singende Glut oder irgend sowas. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, sowas gibt's hier auch, aber gibt's scheinbar nicht. Gerade zumindest nicht. Vielleicht erst bei den späteren Herausforderungen. Mal schauen. Was gibt's denn hier jetzt? Das gleiche, oder? Gehen wir das einfach mal. Dann mal los! Hinter dir, pass auf! Hey, komm da runter und kämpfe! Ah. Ich verstehe. Hinter dir!
Das war echt lustig. Gefällt mir sowas. Das erfordert zumindest ein bisschen Kreativität. Das heißt Kreativität nicht, aber zumindest ein bisschen taktisch, so stelle ich mich zum Gegner und so. Geschafft! So, den Riss werfen sie Kugeln in den Weltenriss, um ihn zu schließen, bevor die Zeit abläuft. Okay, gucken wir mal über. Einmal mal alles probieren, was Platz ist. Naja. Aber. Interessant. Du musst diese Seelenkugeln wohl in die Leere werfen. Durchbrich dein Schutz! Komm schon, Bruder! Hier helfen Pfeile! Okay. Nice. Sein gut? Wie mir? Alles gut. Oh, es geht weiter. Ah. Raugar, von links! Aua.
Achtung, linke Seite! Oike! Von rechts! Na komm. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Das macht echt Bock. Oh, ich freue mich richtig drauf. Das wird ja nicht das einzige bleiben wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich sukzessiv schwerer werden mit der Zeit. Klar, es ist quasi ein endloser Grind, aber es ist trotzdem... Weiß ich, wie gesagt, dadurch, dass es halt so verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu machen und dann auch so verschiedene kreative Ansätze, wie du es machen sollst, finde ich, ist es bestimmt nicht so schnell langweilig. Gut, gucken wir uns nochmal das letzte an. Töten Sie die Elite, während Sie die Population in den Grenzwert halten? Und los geht's! Hinter dir, pass auf! Er klammert sich an die Wand! Wir müssen ihn runterholen! Hinter dir! Ah, okay. Einherja, von links! Aua. Vorsicht, links! Rechte Seite! Das war's schon. Okay. Das ist natürlich cool, dass es so schnell geht. Wie gesagt, es gibt bestimmt immer schwerer mit der Zeit. King of the Hill, halten Sie den Gas im Hinweis, bis die Zeit abläuft. Okay. Da sind sie! Ja. Weiß man schon, wo der nächste Ring sein wird?
Ah, das ist links von dir. Oh, es sind zwei Ringe jetzt. Von links. Ja, zeig es ihnen. Okay, das sind jetzt wahrscheinlich drei Ringe und es geht nur darum, dass oben das Zeitding nicht vorläuft. Also müssen nicht immer hausen sein, die Leute. Es müssen nur so gut wie möglich aufgehalten werden, dass sie da reingehen. Na? Schwing! Von hinten! Cool. Da haben wir das. Haben wir jetzt alle abgeschlossen. Ich schätze, damit sind alle Arenen erledigt. Mal sehen, ob wir was verändert haben. Gucken wir mal in die Mitte zurück. Oh, wir haben eine neue Chaos-Klinge. Das Schwert war vorher noch nicht da, oder? Nee. Passiert gar nichts. Vielleicht kann man es irgendwie aufladen. Sollten wir nochmal zu den anderen Arenen? Okay. Die letzten Herausforderungen. Deine Klingen, gib schon her. Ich kann sie verbessern. Vielen Dank dafür. Verdammt! Damit findet man garantiert ein schmerzvolles Ende. Irgendwas war doch noch. Okay, da haben wir das mal gemacht. Wie gesagt, die anderen Arenen gucken wir uns später mal an. Das ist jetzt, wir haben jetzt die erste Etappe geschafft. Das ist doch perfekt für die Folge. War heute das Lied von Eis und Feuer, wenn man so will. Wir waren erst in Niflheim und waren in den eisigen Kelten. Und jetzt waren wir in der Feuerwelt. Also von daher perfektes ergänzendes Yin-Yang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In der nächsten Folge gehen wir zurück zu der Crew und zeigen ihnen die Maske und schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.